bin doch bei dir und ich werde dich niemals verlassen. Hier ist die herzzerreißende Geschichte eines Mannes, der dazu verdammt war, mit seinem Bett ins Bett zu gehen. Na, sind Sie das erste Mal Single? Er wusste es selbst nicht. Wie viele Personen sind Sie? Ich bin allein. Ja, er war ein einsamer Single. Aber er war mit Sicherheit nicht der Einzige. Iris, wo bist du? Charlotte! Sie waren überall. Charlotte, meine Geliebte! Wo bist du, Barbara? Er versuchte alles, was möglich war, um Frauen kennenzulernen. Frauen, die arbeiteten. First National Bank. Guten Tag, Carol Soll, bitte. Tut mir leid, sie ist gerade in einer fesselnden Besprechung. Geistreiche Frauen. Gehen Sie mit mir essen? Ich bin ein Mann. Alles war besser, als allein zu schlafen. Aber er war trotzdem einsam. So einsam, dass er darüber schrieb. Und plötzlich änderte sich sein Leben. Wir haben einen Anruf vom Playboy bekommen. Sie wollen, dass du mit dem Bunny des Monats posierst. Würden Sie nur schreiben für Jimmy? Er wurde berühmt. Natürlich. Und zwar richtig berühmt. Und das Beste von allem war, er lernte ein wundervolles Mädchen kennen. Oh, sehen Sie das nicht so eng. Auch als Single bleiben Sie nicht ewig allein. Ich glaube, dass es was ganz Besonderes mit uns ist. Ja? Ich meine, es gibt zwar einige kleine Probleme mit uns, wie, dass wir keinen Sex haben. Also beschloss sie, jemand anderen zu heiraten. Das einzige Mädchen, das ich jemals geliebt habe, wird jemand anderen heiraten. Verstehe, ich war auch schon mal verliebt. Sie brauchen eine Eskorte. Folgen Sie mir! Dieser Mann ist nicht der Richtige für dich. Das ist doch keine Lösung. Er hat recht. Ein neuer Steve Martin. Ist das hier die erste lutheranische? Nein, die dritte methodistische. Oh Gott! Nach Solo für zwei, Steve Martin in Ein Single kommt selten allein.